Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. In der letzten Folge haben wir ja uns ein Zapdos gefangen. Ja, ein Zapdos. Es ist der Hammer und ich liebe es. Es ist schon Level 202. Ich glaube, es war Level 130, als wir es gefangen haben und es hat fast 99% Effizienz gehabt. Also ultra cool. Oh, es freut sich, wenn es Leben kriegt. Und auf dem können wir auch reiten. Und es kann sich wie ein Hubschrauber bewegen. Rechts, links, vorne, nach hinten. Hier, sieht das? Aber in dieser Folge wollen wir ganz viele Pokémon damit besiegen. Mit Zapdos. Töte es, töte es. Oh, es macht mehr Schaden an mir als ich an ihm. Aber es ist tot. Und es ist gefressen. Sehr gut. Oh, ich müsste so eine Explorer-Note finden und dann richtig leveln gehen. Oh, ich glaube, das mache ich auch. Ich versuche mir noch schnell eine Explorer-Note irgendwo rauszusuchen. Die findet man eigentlich recht gut in der Luft. Und dann, ich guck mal hier, das sieht doch irgendwie auffällig aus, da wo der eine wohnt. Ist hier irgendwo so ein kleiner Schrein? Vielleicht hier auf der Spitze? Nein. Okay. Dann wieder in die Luft. Oh, ich habe was Neues gefunden. Ah, das ist, weil hier einer wohnt. Aber er hat neue Pokémon, die ich noch nicht habe. Das ist doch auch so ein neues. Wie heißt denn das? Houndmon? Mal gucken. Oh, was ist das? Wie cool ist das denn? Was hast du denn da? Was ist das denn für ein cooles Pokémon? Sieht aus wie ein Kämpfer. Ein Kämpfer-Pokémon. Wie heißt es? Greninja. Okay, Greninja. Greninja. Okay. Aber sehr, sehr cool. Hat er sich was Cooles aufgebaut. Auch die süßen kleinen Bettchen. Ich glaube, die kann man sich kaufen. Dann kaufen wir uns auch so eins. Aber der hat auf jeden Fall einen Greninja und einen Houndmon. Ich hätte auch gern einen Houndmon. Und einen Greninja. Okay, wir sind wieder zu Hause. Ja, der Ausflug war jetzt nicht so spannend. Also vom Kampfmäßigen auf jeden Fall nicht. Wir haben ein paar neue Pokémon gesehen, die ich bis jetzt wild noch nicht gesehen habe. Die ich aber auch gern mal wild sehen würde. Mit ein paar Narkotikfallen in der Tasche natürlich. Also so ein... Wie hieß der? Greninja? Den hätte ich auch gern. Wie sieht's denn aus bei unserem einen Nachbarn? Der hatte doch auch so gute Pokémon. Hat er auch ein paar neue? Wo ist er denn? Wohnte der nicht hier? Ach, da hinten wohnt er. Genau. Dieser Knospe, da könnten wir uns schon wieder holen. Ich glaube, das hole ich mir dann auch gleich mit dem Elektrostab. Das ist ja kein Problem. Der hat einen Glurak. Nein, doch. Und einen Galopper, ja. Aber ich habe einen Zapdos, mir egal. Aber er hat einen Glurak. Einen Glurak. Oh, wie cool ist das? Glurak, bitte. Oh, er hat einen Glurak. Wie cool. Ja, es sieht schon echt cool aus. Hier eine schöne Base aufgebaut, so eine kleine. Sehr schön, sehr schön. Wie ein Durchgang anscheinend. Sehr schön. Hast du noch ein paar andere Pokémon? Deine beiden Machamai? Machamp? Das war's. Aber ein Glurak. Glurak ist natürlich, ja, GG daher. Und dann gehen wir doch einfach mal noch schnell Bisaknosp hier holen. Wenn's einmal da ist, nehmen wir es doch einmal mit. Die Sammlung perfekt zu machen. Hallo Bisaknosp. Ach so, du bist neutral. Okay. Du mischst dich also nicht ein in Angelegenheiten, die dich nichts angehen. Gibst du mir auch dein Prime-Fleisch? Ja. Das ist lieb. Dann ist das jetzt unseres. Yay, Bisaknosp, Bisaknosp. Wieder ein neues Bisaknosp. Level 55 ist auch gar nicht so schlecht. Na, dich nehmen wir auch nochmal mit. Ja, du kommst auch mit. Dann könnt ihr beide hinterherlaufen. Wer ist doch das, oder? Ja, werdet auch gezähmt. Seid bestimmt gleich mein. Du bist auch glücklich? Ja, du bist auch glücklich. Dann bin ich auch glücklich.
Ja, dann haben wir wieder zwei Knofenser. Knofenser und ein Bisa-Knosp. Bisa-Knosp. Akzept. Welches haben wir jetzt? Bersbro, also ein Knofenser. Level 7. Naja. Oh. Oh, ein Bisa-Knosp. Level 82. Ein Bisa-Knosp. Level 82. Sehr cool. Und noch ein Knofenser. Was auch gleich unseres ist. Level 45. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die deutsche Aussprache von Zahlen nicht mag, weil es das einzige Land ist, in dem man Ost die hintere und dann die vordere Zahl sagt. Komme ich immer ein bisschen durcheinander. Okay, egal. Gib mir noch mal ein bisschen Prime-Fleisch hier. Denn ja, brauchst das eh nicht. Er braucht das. Dann dürfte es gleich unser sein. Oh, 100%. Ja, ist schon cool, dass man mal hier rückwärts hochfliegen kann. Ja. So. Dann haben wir es gleich geschafft. Kommt mal her, ihr Guten. Kommt mal her. So, dann geht's hoch. Dann bauen wir Zapdos wieder seine Base hier zusammen. Meine Base zusammen, dass Zapdos hier sicher untergestellt werden kann. Ne? Hier oben sollst du wohnen. Ja. Baue ich dir jetzt einen wunderschönen eigenen Raum. So, ausgebaut ist alles da oben. Da. Für unser schönes Zapdos. Dass es ein kleines Räumchen hat. Können wir mal kurz reingucken. Nur ein ganz kleines Räumchen für ein Zapdos und einen Taubos. Das reicht ja erstmal. Das habe ich jetzt die Nacht über gebaut. Und jetzt wird Zapdos gelevelt. Jetzt wird mal geguckt, was es so taugt. Boom. Ey, doch hat Schaden gemacht. Du nicht, aber bei mir. Töte es. Es macht keinen Schaden, ha. Gut, Bisa-Flora ist jetzt auch nicht der schnellste und krasseste. Aber es hat viel Leben anscheinend. Jetzt läufst du weg. Lecker. Meins. Also ein Bisa-Flor geht auf jeden Fall klar. Ein Tyrantrum. Pium. Du machst ja so einen schönen Sound, wenn ich dich... Oh, machst du viel Schaden an mir. Töte das Tyrantrum. Oh, flieg weg. Es kann nicht wegfliegen schon wieder. Oh, ich muss das erst wieder töten. Tyrantrum ist gefährlich. Und macht immer noch recht viel Schaden. Aber bringt auch echt viel XP anscheinend. Ein Zoroark. Pium. Stirb, Zoroark. Stirb. Oh, das macht langsam echt viel Schaden. Aber ich kann ja auch rückwärts fliegen. Das ist ja das Schöne. Muss ein bisschen mit dem Rückwärtsfliegen arbeiten. Ja, dann kriegen wir es auch tot. Und kriegen die ganzen Poke-Credits. Du musst auch noch sterben. Ja. Sehr gut, Zapdos ist der ultimative Champ. Fliegt herum, aber es hat leider gerade nicht mehr so viel Leben. Würde ich dich noch angreifen? Ich glaube schon. Ich versuch's einfach mal. Oh, einen Baum kann ich auf jeden Fall fair mit ihm. Ja, der macht auch gut Schaden. Muss ich auch aufpassen. Aber ich mache auch gut Schaden. Ha, Level 40, das war ja gut. Nice. Sehr cool, Zapdos ist ein Killer. Naja, Glurak wird auch ein Killer sein. Du wirst auch nicht schlecht sein im Töten. Das ist bestimmt Feuerschaden. Was töten wir jetzt? Ich glaube... Welches Level bist du? 20 und 20. Aber ich habe jetzt nicht so viel Leben. Will ich mich lieber jetzt nicht mit ihm anlegen. Jetzt hab das ein bisschen behalten und noch ein bisschen leveln. Wir haben es ja noch nicht lang. Welches Level hat es denn? Level 217? Das ist schon gut. Tortok, mein Freund, es tut mir leid. Aber du musst leider draufgeben. Es ist mir kein Vergnügen. Ich mag Tortok sehr gerne. Wie man immer ausweichen kann vor jedem Angriff. Oh, da sind mehrere Tortoks.
Sie haben sich zusammengeschlossen zu einer Turtok-Armee, aber ich mache Doppelschaden an ihnen beiden. Boom, boom. Wenn man immer so ein bisschen nach links fliegen, dann kann ich am besten ausweichen, habe ich das Gefühl. Boom, Doppelkill. Combo, nice. Zapdos, du kleiner Schlawiner. Ich glaube, du hast keinen Schaden dabei genommen. Es lässt sich aber auch gut manövrieren eigentlich. Man darf nur nicht reinkommen in das Pokémon. Dann steckt man ja so ein bisschen fest. Aber so geht das echt gut. Stirb, stirb, stirb. Stirb, stirb. Na los, komm, na komm. Na komm. Ha, ha. Oh, wie viel es auch aushält. Was ist das für ein Turtok? Was hast du für ein Level-Turtok? Oh, oh, das war Schaden. Meine Herren, Turtok, was bist du denn für ein Level? Stirb mal. Ich will wissen, was du für ein Level bist. Das darf mich also auf keinen Fall kriegen. Oh, das hätte ich. 110, alles klar, zurück. Das dürfte auf jeden Fall ein paar XP gegeben haben, aber wow, 950 Schaden ist jetzt auch nicht wenig. Also das ist auf jeden Fall das Achtfache von meinem Schaden. Okay, erstmal zurückbringen. Dann bringe ich auch erstmal Tauboss hoch. Dann geht's weiter mit dem Level. Die anderen Pokémon brauchen ja auch noch Level. Du kommst mit, du kommst mit. Du kommst mit. Ihr seid alle auf Attack My Target. Und los geht's. Was kriegt jetzt was ab? 15. Bist du alleine? Ja. Wenn ich noch einsteche auf dich. Wo ist mein Stecher? Da ist mein Stecher. So. Dann sollte es ja was werden. Oh, das war's schon. Sehr gut. Sehr gut. Das geht recht zügig. Level 20. Komm, ich mach doch schon gut Schaden. Oh, das war ich alleine. Okay, das Ding ist gut. Ist es. Miam, 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 miam. Nicht? Dann muss ich's abbauen. Welches Level hast du? 55. Nee, mit dir will ich mich jetzt noch nicht anlegen. Ich gehe es allen ganz gut, aber er kriegt Level ab, das freut mich. Aber er kriegt auch anscheinend Stege ab. Das freut mich nicht so. Dann kommt mal mit, ihr Guten. Kommt mal mit. Wir gehen jetzt das nächste Pokémon besiegen. Welches Level hat dieses Pokémon? Sieht auf jeden Fall köstlich aus. Level 10, ja, ich weiß schon, warum du so köstlich aussahst. Wuhu! Los, macht es tot. Yeah, weggesnackt. Habt ihr gut gemacht. Wirklich gut gemacht. So, dann kommt mal her, meine Guten. Jetzt snacken wir das Tyrantrum hier weg. Weggesnackt. Sehr gut. Kommt noch ein anderes? Nee. Fühlt sich keins von beeindruckt. Dann weiter. Da. Das nächste, welches Level hast du? 25. Müsstet eigentlich meine Turtox und alles, müssten dich jetzt schön wegsnacken, ja. 800 Schaden ist ordentlich. Gut, dann gehen wir hier rüber zurück. Kommt mal wieder hier hoch. Gucken mal, was hier oben so ist. Was gibt's denn hier? Oh, ich darf euch nicht verlieren. Jump. Sind alle da? Ja, sieht vollständig aus. Sehr gut. Ja, hier oben war leider nichts. Glaube ich. Ah, ein Galopper. Level 35, das werdet ihr nicht packen. Das macht verdammt viel Schaden. Obwohl, ihr macht auch verdammt viel Schaden. Und du hast volles Leben. Na gut, Turtok. So soll es sein. Wo sind die anderen? Da. Gut. Dann kommt mal hier lang. Und hier hoch. Kommt mal mit hier hoch.
Wir wollen mal schauen, ob wir das Galoppa weg snacken können. Randa, 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 tötet es, tötet es, tötet es. Oh, es hat viel Leben, es hat viel Leben. Oh, es kriegt nur ab, los, drauf, drauf, drauf. Oh, wie viel Schaden das aushält. Zum Glück greift es nicht an, denn es macht auch sehr, sehr viel Schaden. Oh, es trifft nicht, immer daneben. Verfehlte Attacke, ja, weiter, los. Oh nein, oh 600, oh Mann. Was ist hier los? Tötet es. Wie viel Leben hat es denn bitte? Wow. Wie viel? Wow, tötet es. Boah, wie viel Leben? Boah, es hat schon über 10.000 bestimmt. Wow. Wie viel Leben es hat. Boah, es macht richtig Schaden. Töte es jetzt. Boah, es wird bestimmt ein, zwei von meinem Pokémon töten. Aber töte es. Komm noch. Das kann doch nicht so viel noch aushalten. Wie viel Schaden das bekommt? Was? Los jetzt! Was? Wie krass! Nein! Los, tötet es! Wow, was? Wie viel Leben hat das denn bitte noch? Wie viel Leben hat denn bitte schon so ein Galoppa bei denen hier? Krass! Ist doch Level 35 nur. Guckt euch den Schaden an, den es bekommt. Oh, los! Das ist übelst viel. Warum stirbt es denn nicht? Oh, ich habe das Gefühl, ich kann nicht gewinnen. Oh nein, es hat mein... Oh, es hat mein Machamp getötet. Oder wo ist der? Nee, es hat mein eines Nee. Hä, da hinten ist noch ein Turtok. Turtok, komm doch mal hierher, Mann. Was ist denn mit dir los? Turtok. Komm mal her. Ja, sie haben es getötet. Sehr gut. Aber... Doch, mein Machop hat es getötet. Boah, das hatte so viel Leben. Aber das war auch einfach zu bekommen. Das ist jetzt nicht das Schlimmste gewesen. Du hast versagt. Du hast versagt. Aber ihr habt alle ein Level up auf jeden Fall. Doch keinen Schaden bekommen, nur er. Er war fokussiert. Krass. Okay. Pfeifen kann ich, dann kommt mal mit. Dann muss ich euch nach Hause bringen, das reicht erstmal mit dem Leveln. Oh, den Matchup verloren, Champ verloren, ist echt schade. Ist nicht so cool gelaufen. Kommt ihr alle? Oh, der war auch so schön bei uns, oder? Hm. Wie viel Level hast du? 20. Ja, ich geht's ja gut. Und du machst ja nicht wenig Schaden. Ja. Ja, jetzt ist eh tot. Genau, das dachte ich mir. Hm, aber so ein Galoppa ist echt krass. Das hätte ich ja nicht gedacht. Du scheinst genauso krass zu sein. Hm. Ein paar Turtoks muss ich mir noch besorgen. Wo ist Shiggy? Da, steht auf jeden Fall da. Okay. Na, dann kommt mal wieder mit. Den Tag damit verbracht, euch zu leveln und den guten Machamp zu verlieren. Aber interessant zu wissen, wie viel so ein Galoppa an Leben hat. Das war mehr als beeindruckend viel. Na dann, war gut mit euch. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gehe nochmal hoch zu Zapdos. Zapdos. Monona war auch noch da. Das finde ich auch sehr schön, dass wir das jetzt haben. Zapdos. Na? Ah. Zapdos der Beste. Na dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.